Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute geht es um mein letztes Video und eure Fragen und meine Antworten. Viel Spaß! Ja, mein letztes Video ist ja so ein bisschen zwiespältig bei euch angekommen und wenn ich jetzt so im Nachhinein drüber nachdenke, natürlich ist das auch so ein bisschen berechtigt und ich möchte einfach mal so ein bisschen darauf eingehen, wie es dazu gekommen ist und natürlich möchte ich darauf eure Kommentare eingehen und so weiter. Im letzten Video, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, gab es wieder ein kleines Tutorial-Video, einen kleinen Vergleich zwischen Lightroom und Luminar. Und ich habe aber voran eine Werbung gesetzt von einem Anbieter, wo es da um Datenrettung ging. Also durchaus auch interessant für Fotografen. Ich nutze dieses Tool auch selber und habe mit der Firma so ein bisschen Kontakt gehabt und wir haben uns dafür entschieden, da so einen kleinen Werbeblock mal auszuprobieren. War das erste Mal, dass ich das so ausprobiert habe. Ich kenne das so von amerikanischen YouTubern, die das ganz gerne machen, so also quasi als Intro so eine kleine Werbung zu machen, von wem das Video gesponsert wird. Und das wollte ich einfach mal hier in Deutschland ausprobieren. Ist halt nicht gut angekommen, ja, muss man ganz klar so sagen. Dafür gibt es, glaube ich, verschiedene Gründe. Zum einen muss ich jetzt auch so im Nachhinein selber auch zugeben, dass diese Werbung auch einfach ein bisschen zu lang war. Also diese Werbung ging insgesamt eine Minute und das ganze Video ging nur 5 Minuten. Und das ist natürlich logisch, dass viele von euch dann sagen, die Videos sind nur noch werbeverseucht und ich gucke sie mir nicht mehr gerne an. Kann ich verstehen, dass da natürlich Unmut aufkommt, vor allem deswegen, weil halt auch der Werbeanteil natürlich gerade in diesem Video dann besonders hoch war. Grundsätzlich ist es natürlich so, muss ich jetzt mal so sagen, YouTube ist ja eine Community, wo ihr alle Videos kostenlos euch anschauen könnt. Und das soll ja auch so bleiben und es macht mir auch unglaublich viel Spaß, diese Videos für euch zu erstellen und ich hoffe auch, dass ihr da, oder ich bin auch der festen Überzeugung, dass es in den knapp 260, 70 Videos, die ich jetzt hier hochgeladen habe, eine ganze Menge Mehrwert für euch gab. Es sind ja eigentlich alles Tutorials, von daher gehe ich mal davon aus, dass es eigentlich jedes Video irgendwie einen Mehrwert hatte und von daher würde ich jetzt schon so für mich behaupten, dass ich da euch auch eine ganze Menge bisher gegeben habe. Trotzdem ist es natürlich so, dass diese Videos ja auch irgendwie produziert werden müssen, dass das Ganze Zeit kostet und so weiter. Und es ist natürlich auch so, dass das ja irgendwo auch ein Stück weit mein Beruf ist. Also ich bin Fotograf, ich bin selbstständig und ich muss natürlich auch irgendwo gucken, wie ich meine Zeit einsetze. Ja, zum einen habe ich natürlich meine ganz normalen Aufträge, wo ich mein Geld verdiene. Zum anderen mache ich natürlich gerne YouTube, was mir Spaß macht. Aber irgendwo muss diese Arbeitszeit, die ich da reinstecke, die werde ich niemals so komplett bezahlt bekommen, wie ich jetzt, wenn ich jetzt einen Auftrag hätte. Aber ich muss darauf achten, dass es so ein bisschen ausbalanciert ist. Ich glaube, ich bin auch nicht der Einzige, der ab und zu mal eine Kooperation mit einer anderen Firma macht, die dann auch mal ein bisschen was dafür bezahlt, dass sie in dem Video erwähnt wird. Von daher muss man da halt einfach so ein bisschen die Balance finden. Wie viel Kooperation bringe ich in so ein Video mit rein und wie weit muss ich aufpassen, dass es nicht zu viel wird? Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, erstens die Werbung, wenn sie denn kommt, dass ich da auch zu 100% dahinter stehe. Also wenn ich irgendwas bewerbe, dann benutze ich das auch selber und stehe da auch dahinter. Das ist mal das eine. Also wenn ich Werbung mache, das war ja bisher zum Beispiel mal für eine Druckerei, über die ich viel drucken lasse. Und natürlich ist es zum Beispiel auch so, dass ich ja Luminar quasi jetzt als neues Programm so ein bisschen bewerbe. Wurde mir übrigens auch vorgeworfen in den Kommentaren, dass ich ja nur noch Werbung für Luminar mache. Wenn ich danach gehe, dann ist das hier eigentlich eine komplett reine Werbesendung. Weil ich mache ja auch die ganze Zeit im Endeffekt Werbung für Lightroom. Ja, ich habe 250 Videos über Lightroom und Photoshop gemacht. Im Endeffekt ist das ja auch Werbung, wenn man es mal so ganz genau sieht. Jetzt habe ich ein paar Videos über Luminar gemacht, habe da halt auch unten in die Videos einen kleinen Code reingebastelt, wo man sich Luminar dann kaufen kann für 10 Euro günstiger quasi und ich kriege davon auch eine Kleinigkeit. Und jetzt wurde mir vorgeworfen, dass ich ja nur noch Werbung für Luminar mache und das ja alles völlig unverhältnismäßig sei. Wie gesagt, ich habe davor auch ganz viele Videos über Lightroom gemacht und von daher möchte ich diesen Vorwurf einfach so ein bisschen zurückweisen, weil das steht für mich nicht so ganz in einem Verhältnis. Überleg dir einfach mal selber, du gehst ja auch arbeiten und möchtest dafür bezahlt werden in irgendeiner Art und Weise. Ich rede jetzt nicht davon, dass ich von dir Geld bekommen möchte. Es gibt ganz viele User hier und ganz viele Abonnenten, die einfach kostenlos meine Videos konsumieren und damit zufrieden sind.
Ich biete ja nur den anderen noch an, quasi über meinen Online-Store, zum Beispiel sich ein Videotraining noch zusätzlich zu kaufen, wenn sie weiter in die Materie eintauchen möchten, oder sie besuchen einen Workshop von mir. Und alle, die meine Videos kostenlos konsumieren möchten, können das ja auch tun. Es ist ab und zu mal eine kleine Werbung mit dabei, beziehungsweise eine Produktplatzierung von Sachen, die ich aber selber wirklich empfehlen kann. Und jetzt muss man sich halt so überlegen, wenn ich das gar nicht mehr machen würde, naja, dann müsste ich eigentlich aufhören mit Videos, weil wie gesagt, es ist eigentlich auch schon eine Produktplatzierung, wenn ich hier ein Lightroom oder ein Luminar Tutorial mache. Dann ist natürlich noch so die Sache, dann gibt es auch mal ab und zu mal ein Video, was quasi komplett bezahlt wird von einem Partner von mir, wo ich ein Produkt vorstelle. Und das ist jetzt auch wieder so die Frage, mache ich das noch in Zukunft oder mache ich es nicht? Weil auf der einen Seite finde ich das Produkt ja super und vielleicht kennen von euch auch einige das Produkt noch gar nicht und finden es dann aber auch super und legen es sich dann zu, dann hat das Video ja irgendwo auch geholfen. Aber wenn ich es nicht mache, ja, dann kann ich mir muss ich mir weniger den Vorwurf ausgesetzt sein, dass ich da zu viel Werbung mache. Das sind halt alles so Sachen, die man sich jetzt überlegt. Was ich sagen kann, das Video, wie es beim letzten Mal war, in der Form, die Werbung wird es nicht mehr geben. Da habe ich selber draus gelernt. Ich bin ja auch ein Mensch, der lernt, ja. Also ich bin ja auch nicht fehlerfrei. Und deswegen habe ich so für mich selber festgestellt, diese Art der Werbung, wie sie da war, ist nicht gut und es wird auch nicht mehr vorkommen. Es wird aber trotzdem ab und zu immer mal wieder eine Kooperation auf diesem Kanal geben. Und wenn es eine Kooperation gibt, dann bin ich eigentlich auch schon immer dafür oder habe mich dafür immer eingesetzt, dass es auch für euch was Gutes dabei gibt. Entweder gibt es dann am Ende was zu gewinnen oder ihr könnt einen Rabatt abstauben oder was auch immer. Also von daher denke ich mal, dass wir da auf jeden Fall diese Schiene so weiterfahren, dass es ab und zu mal ein Video gibt, wo ein Partner drin auftaucht. Wenn du das gar nicht möchtest, dann musst du den Kanal leider deabonnieren. Weil ganz ohne funktioniert es nicht für mich und soll es auch gar nicht funktionieren, weil ich einfach glaube, dass Partnerschaften auch immer was Positives irgendwo haben. Und zwar nicht nur für mich, sondern auch für euch. Und ich hoffe, dass ihr das so ein bisschen versteht. Wie gesagt, ich habe eure Kritik verstanden, angenommen. Es wird es in dieser Form nicht mehr geben. Ich bin euch auch dankbar für euer Feedback. Ich lese immer die Kommentare auch durch. Ich werde darauf in Zukunft, wie gesagt, viel mehr achten, dass die Videos wieder ein bisschen werbefreier werden, natürlich irgendwo auch. Aber auf der anderen Seite natürlich auch, wenn Werbung kommt, dass die qualitativ hochwertig ist und vor allem auch passt. So. Ich hoffe, dass ich damit eure Kritik angenommen habe und auch so verstanden habe und auch dementsprechend positiv umsetzen kann. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr den Weg weiter mit mir geht. Ansonsten habe ich jetzt noch ein paar andere Fragen von euch, die ich gerne beantworten würde. Dazu habe ich auf meinem Instagram-Account, seht ihr hier unten auch nochmal, könnt ihr auch gerne abonnieren, wenn ihr wollt, mal so rumgefragt, ob ihr Fragen an mich habt. Und die würde ich ganz gerne jetzt beantworten. Philipp Hulsch hat gefragt, hast du ein Lieblingsbild unter all deinen Fotos? Ist schwierig. Ich habe einige Lieblingsbilder, würde ich sagen. Also zum einen das Foto vom Berliner Dom bei diesem wohl schönsten Sonnenuntergang, den ich jemals gesehen habe. Das ist eins meiner Lieblingsbilder. Dann habe ich ein Lieblingsbild aus New York, aus dem Hubschrauber, wo wir auch zum Sonnenuntergang waren und die komplette Skyline von New York drauf haben. Auch von New York, unten am Times Square habe ich ein Foto gemacht, was ich extrem schön finde mit dem Fischei. Normalerweise eigentlich gar nicht so das Objektiv, was man in der Städtefotografie einsetzt, aber an dieser Stelle hat es extrem gut gepasst. M3 Photography fragt, kommt wieder mal eine 5 Minuten RAW Challenge? Auf jeden Fall, die ist auch schon in der Mache und wird jetzt in den nächsten Tagen, vielleicht in ein, zwei Wochen so online gehen. Also da kommt auf jeden Fall wieder was. L-Ray Louis 43, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, hast du dir schon mal überlegt, das Sigma 14mm f1.8 zu kaufen. Habe ich überlegt, ja tatsächlich. Ist bisher nicht der Fall gewesen, weil ich dafür eigentlich zu wenig Sterne fotografiere. Ich wollte es in Zukunft immer mal wieder so machen, aber bisher ist es tatsächlich so, dass ich dieses Objektiv nicht oft genug brauchen würde, weil ich ja das 14 bis 24 2.8 habe von Nikon. Da würde es also eigentlich nur um die maximale Blendenöffnung jetzt gehen. Ich habe viel Gutes von diesem Objektiv gehört, aber bisher habe ich es einfach noch nicht gebraucht. Aber die Überlegung war auf jeden Fall schon da. Mappert Lee, bist du Freelancer oder arbeitest du für Hertha BSC? Beides. Ich arbeite sowohl für Hertha BSC im Halbtagsverhältnis, als auch, dass ich Freelancer bin, beziehungsweise selbstständig halt und auch für andere Firmen arbeite. Aber tatsächlich ist das ein Angestelltenverhältnis bei Hertha.
Adamski-Roman. Ich hoffe, ich spreche euren Namen richtig aus. Vielleicht muss ich es auch Englisch aussprechen, ich weiß es nicht. Welche Fotografen und deren Arbeiten inspirieren dich? Liebe Grüße, Roman. Da gibt es einige Fotografen, die ich extrem inspirierend finde. Zum einen Paul Ripke auf jeden Fall ist ein Fotograf, obwohl der eigentlich gar nicht so meine Sparte ist, aber den finde ich extrem inspirierend. Elijah Locardi finde ich extrem inspirierend. Und natürlich auch Daniel Chong, Danny Aid, beide aus Dubai, gute Freunde von mir, wo ich die Fotos extrem gut finde und die mich auch schon extrem weitergebracht haben. Wie stark nutzt du in der Nachbearbeitung deiner Bilder Photoshop und wie viel schaffst du bereits mit Lightroom? Grundsätzlich mache ich sehr viel in Lightroom und in Photoshop dann eigentlich nur noch so den Feinschliff. Aber wie gesagt, es variiert von Bild zu Bild. Ich habe auch bestimmt Bilder, wo es mal 50-50 ist. Aber Lightroom spielt immer eine große Rolle. Lightroom ist immer vorne dran und da findet die RAW-Entwicklung statt. Und dann geht es weiter in Photoshop. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Das ist eine gute Frage. Es gibt natürlich immer so die Traumvorstellung und es gibt halt so die Realität am Ende. In 5 Jahren würde ich ganz gerne, es kommt jetzt auch immer so ein bisschen darauf an, ob man privat oder beruflich fragt. Beruflich natürlich möchte ich weiterhin erfolgreich in der Fotografie sein. Ich möchte auch gerne mehr im Videosegment noch arbeiten. Also beides gemischt. Ich möchte mit der Fotografie auf keinen Fall aufhören. Ich möchte weiter YouTube-Videos machen. Ich möchte Workshops geben und die dann natürlich auch gut besucht sind. Und ihr einfach Freude an meinen Workshops und meinen Tutorials habt. Das ist so beruflich eigentlich so das Ziel. Und privat möchte ich einfach ein großartiges Leben führen, glücklich sein, egal in welcher Hinsicht. Ich möchte nicht unbedingt jeden Monat auf mein Konto gucken und sagen müssen, oh mein Gott, hoffentlich reicht es bis zum Monatsende. Und ich möchte vielleicht in 5 Jahren eine glückliche Familie haben, ja, wer weiß. Da mache ich mir aber gar nicht so viele Gedanken. Ich bin nicht so der Mensch, der so weit voraus plant, sondern eher immer so ein bisschen in den Tag auch hier reinlebt. Fotografierst du mit der D850? Ja. Sind spezielle Fotoreisen geplant, über die du vloggst? Jetzt die nächste Fotoreise ist tatsächlich nach New York und falls du es noch nicht gehört hast, da mache ich einen Fotoworkshop. Eine Woche Fotoworkshop in New York. 2 Plätze sind noch frei. Und wenn du da Lust drauf hast, dann schau einfach mal auf meinen Online-Store, da kannst du dich dafür anmelden, wenn du es jetzt noch machen möchtest. Im September findet das Ganze statt, vom 8. bis zum 15. September. Wenn du da Bock drauf hast, wie gesagt, 2 Plätze sind noch frei. Ich würde mich freuen, wenn ich dich da sehen kann. Ansonsten ja, wir wollen eigentlich auch darüber einen kleinen Vlog machen. Mal schauen, wie sich das Ganze dann realisieren lässt, weil ich da natürlich hauptsächlich erstmal für die Leute da bin, die diesen Workshop gebucht haben. Und ob da noch Zeit ist, einen Vlog zu machen oder nicht, das werden wir dann sehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich für jede Reise immer erstmal geplant. Arbeitest du mit Lightroom CC? Also ich meine nicht die Klassik-Version, sondern die neue. Persönlich tue ich das nicht. Ich habe jetzt von vielen gehört, dass sie es tun. Ich bin immer noch der Lightroom Classic-Typ, aber wer weiß, vielleicht steige ich irgendwann mal um. Wo genau ist dieses Lavendelfeld, was ich da letztens fotografiert habe? Das ist in Südfrankreich, in Valençol nennt sich der Ort. Da kannst du ganz viele Lavendelfelder finden und das kann ich dir nur empfehlen. Immer zwischen Juni und Juli, vielleicht noch so ein ganz bisschen in August rein. Mitte Juni bis Mitte Juli würde ich dir empfehlen. Das ist so die beste Zeit zum Lavendelfelder fotografieren. Ja, das soll es mit diesem Video gewesen sein. Ich hoffe, du hattest eine Menge Spaß. Ich konnte dir das so ein bisschen erklären mit dem letzten Video und ich konnte euch ein paar Fragen beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, die ihr mir stellen wollt, dann könnt ihr das gerne mal über Instagram tun. Ich freue mich da, wenn da welche reinkommen und dann kann ich gerne öfter solche Fragen und Antworten Videos machen. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Dann gibt es wieder ein kleines Tutorial und bis dahin viel Spaß beim Fotografieren und Bearbeiten deiner Fotos. Ciao!